Hallo Leute, es ist endlich so weit und zwar ich zeige euch heute den Jason Stildart von datsturm.de. Ähm, zum einen datsturm klar ist mein Sponsor, dass es ein positives Video wird, könnte auch sein, ähm, ist aber nicht nur deswegen geschuldet, sondern auch wegen diesem fantastischen schönen Stück Tangsten einfach ein genialer Dart. Einer der Darts, den ich, auf den ich gewartet habe, auf den ich mich gefreut habe, den ich gespielt habe, jetzt Wochen, Monate lang. 1A Qualität, also alles, was dieser Dart beherbergt, ist wirklich ins Perfekte durchdacht und auch perfekt umgesetzt. Genug des Lobes, wir schauen uns den mal ganz genau an. Wir gucken. Den Steeldart, den kriegt ihr in 21 und 23 Gramm Barrelgewicht, den Softdart in 18 und 20 Gramm Gesamtgewicht. Das erstmal so zu den technischen Daten, Sachen Gewicht, 90% Tangsten, auch heutzutage der Standard der äh, Verarbeitung. Was haben wir noch mit dabei? Wir haben eine sehr schöne besondere Spitze. Wir haben ein cooles neues Schaftsystem. Wir haben den Dartsturm Flight und das Ganze kommt auch in einer coolen Verpackung, in einem coolen Case zu euch. Also absolute Top-Qualität und lohnenswert. Wir gucken uns ähm, wie immer mal das Barrel zuerst an. Wir fangen vorne bei der Spitze selbst an. Und zwar haben wir da... Die Phantom Grip Stildach Spitze aus dem Hause Bulls NL. Wer genau jetzt drauf guckt, der sieht auch, dass diese Spitze so ganz leichte Gravuren hat, einen sehr schönen Board bzw. leichten Fingergrip würde ich mal sagen hat. Der Halt ist super, die ist 26 mm lang. Hat äh, ganz, ganz wenig Bouncer, steckt perfekt im Board drin und fasst sich schön an. Reibt sich leider jetzt nach Monaten des Spiels ein bisschen ab, hält immer noch super wie eine normale Stildart-Spitze, aber dieser Gravur, die ist mit der Zeit ein kleines bisschen futsch gegangen. Der Grip, das Barrel selber, das hat die besten und für mich auch interessantesten Griparten beherbergt. Das ist zum Beispiel ähm, zum einen der Ringgrip, zum anderen der Axialgrip und äh, wiederum dann auch ein Sharkgrip mit dabei. Also eigentlich, was man sich ähm, alles wünscht. Was der Dartspieler sich ja meistens nicht wünscht, ist scharfkantig. Und das ist er nicht. Dieser Dart ist zwar griffig in alle Richtungen, hat auch ähm, ja, äh, einen guten Pack an. Also er flutscht einem nicht aus den Fingern, aber es ist nicht zu aggressiv. Es ist ein Dart, der gut unter Kontrolle haltbar ist, der aber ähm, dementsprechend nicht scharfkantig ist. Weder wenn ich ihn aus dem Board ziehe, noch wenn ich ihn in der Hand habe. Er fühlt sich einfach gut an. Und wer auf Grip steht, auf Griffigkeit steht, der ist da auf jeden Fall genau richtig bei diesen Darts. Das Tangstens wurde beschichtet. Alles, was vertieft ist, also sprich die einzelnen Elemente des Axialgrips oder des Ringgrips, ähm, die sind grün beschichtet. Und obendrauf haben wir diese schöne, ja, schwarz gräulich farbende ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, PDV, ja, P nee, PVD, Entschuldigung, das PVD-Coating. Dieses Coating, das ist einfach ein, ein Korrosionsschutz und einfach ein, ein Coating bedeutet Beschichtung und ist einfach eine Beschichtung für eine sehr gute Haltbarkeit des Materials. Bedeutet, auch wenn ich mit den Darts mal ähm, gruppiere, beziehungsweise die bouncen sollten, dann ist nicht direkt die ganze Beschichtung kaputt und ich kann den Dart irgendwie nach einem halben Jahr in den Müll schmeißen oder so. Sondern wie bei ähm, Darts, sage ich mal, ich nehme als Beispiel einfach einen Gary Anderson Noah. Teuer, schön, griffig, Beschichtung, na löst sich sehr schnell, vor allen Dingen beim Noir hier oben, wo der Schaft drauf gedreht wird und so. Sowas löst sich da genauso wie bei Bouncern oder wenn ich es gruppiert habe, dann merkte man dort schon, dass die Beschichtung einfach nicht so fest ist und dieser schwarze Lack dann mit der Zeit abplatzte. Hier bei dem Coating wesentlich mehr Korrosionsschutz, wesentlich beständiger. Klar habe ich ganz leicht hier vorne im Spitzenbereich am Übergang zum Barrel, habe ich ganz leichte Macken mit drin, das lässt sich kaum vermeiden, denke ich, im... Der Dartproduktion, aber so richtig das Coating angegriffen oder dass es grün dort rausplatzt, Fehlanzeige, sondern das ist wirklich perfekt gearbeitet und ein richtig gutes Merkmal, was auch den Preis irgendwo rechtfertigt, meines Erachtens. Knapp 90 Euro ist nicht günstig, weiß ich, kann ich verstehen, aber man hat dafür auch wirklich was, was. Jahre gut bleiben wird. Zumindest, wenn ich das jetzt mal multipliziere auf die Monate, die ich den jetzt schon habe und auch sehr viel gespielt habe. Beim Barrel selber haben wir keinen ganz durchgehenden Grip. Wir haben eine Unterteilung, wo das Dartsturm-Logo äh, und der Schriftzug dementsprechend drauf ist. Und da scheiden sich dann auch die Geister in der Bewertung. Der Dart hat super Bewertung, der hat super Feedback. Jedem, dem ich den schon in die Hand gedrückt habe, habe gesagt, Guck mal, was hältst du davon? Sagte, klasse, geiler Dart, super Design, außergewöhnlich, schöne Beschichtung, schönes Gewicht, super ausbalanciert. Also das muss man vom Gewicht her auch mal noch benennen. Ähm, aber es gibt auch die Spieler, die sagten, ja, aber genau da, wo ich greife, ist kein Grip. Das ist natürlich so. Wenn ich in diesem hinteren Drittel greife, habe ich mit dem ein kleines bisschen Probleme. Bin ich eher derjenige, der den Dart etwas mittiger oder vorne greift oder hinten nur den Daumen als Unterstützung nimmt, dann ist das der perfekte Dart. Genauso auch für Leute, die den fast nur hinten angreifen, so wie ich, äh, habe dort auch richtig Pack an, auch wenn das hier hinten nur der Zentimeter dementsprechend mit Grip ist, habe ich da trotzdem sehr, sehr, sehr guten Halt. Flight und Schaft. Der Flight, ja, von Dartsturm beständig, schönes Design, cool gewählt. Ähm, normaler Standard Flight, die Schafthalterung allerdings besonders. Und zwar verjüngt sich innen drin der Schaft nochmal, wodurch der Halt wesentlich größer ist. Also, wenn ich hier schon ziehe, boah, dann muss ich richtig ziehen, damit der abgeht. Das ist super, weil so dieses nervige, ich spiele die Darts aneinander, ich gruppiere schön und auf einmal geht da der Flight flöten und fliegt mir durch die Gegend und ich muss den jeden zweiten Wurf aufheben oder so passiert nicht, sondern der, das merkt ihr schon direkt, wenn ihr den rein und raus nehmt. Boah, der ist da fest, der ist da fest drin. Das ist äh, genial. Also das müsste es bei eigentlich allen Flights heutzutage geben. Ich verstehe nicht, warum dann immer noch irgendwelche Standard-Flights hergestellt werden, Ob das so viel komplizierter ist. Keine Ahnung. Das ist aber auf jeden Fall ein Ding, wo ich sage, Mega passend zu den ganzen anderen abgestimmten Sachen. Spitze mit super Grip. Der Grip selber vom Barrel. Super komplex, super gearbeitet. Nicht zu scharfkantig, aber richtig griffig. Super ausbalancierter Dart. Und dann halt auch mit dem grünen Flight und designtechnisch ja. Ich kenne kaum einen Dart, der da aktuell drankommt vom Design her. Klar, wer mehr so auf diese Rainbow-Sachen steht, wie jetzt zum Beispiel beim neuen. Ähm, Peter Wright World Champion Dart, klar, das ist noch mal was anderes, aber so vom Coating her, von der Zusammensetzung her Perfektion. Was haben wir noch? Haben wir noch was vergessen? Ich überlege gerade. Nein, ich glaube, das ist es so ziemlich. Ach so, ja doch eine kleine Sache noch. Also Dart und das Material wird natürlich benutzt. Das Cat Grip Logo hinten am Schaft, das löst sich mit der Zeit. Das ist Irgendwann nicht mehr ganz so schön, das könnt ihr da ganz gut sehen, die, die, der Schriftzug geht irgendwann flöten, aber da lege ich gar nicht so viel Wert drauf. Jeder Dartspieler hat irgendwie sein eigenes Setup. Die wenigsten Menschen spielen mit dem Original-Setup, was mitgeliefert wird. Von daher ähm, sehe ich das auch nicht als Minuspunkt an, sondern das sehe ich eher als Punkt an, okay, es ist schade, dass es abgeht. Aber ja, es ist halt, man spielt die aneinander, es ist Verbrauchsmaterial und wenn man sowieso äh, zu 80, 90 Prozent L-Style spielt, so wie ich, dann kommt es darauf auch nicht mehr an. Hier seht ihr so nochmal alle drei zusammen. Videos sind online, Fotos sind online. Eine ganz krasse Geschichte, schön abgestimmt, durchaus positiv. Holt euch den Dart und ich garantiere euch, der wird euch glücklich machen für alle, die. So nicht dieses Glatte haben möchten, die Griffigkeit haben möchten, Sicherheit im Wurf haben wollen, für die ist das genau das Richtige. Schaut euch die Videos dazu an, Trailer ist online auf der Internetseite datsturm.de kriegt ihr richtig viel Input zu dem Thema Cat Range und Jason Steel Dart oder Soft Dart, Like Data Rossa und ich sag mal bis zum nächsten Testbericht.